Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware in Berlin Linie 100 oder BVG Mitte Linie 100. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, wie es konkret heißt. Auf jeden Fall Linie 100 vom Busfahrer 1991 und fahren heute die Rücktour der Linie 100 hier von der Herzallee wieder zurück zum S&U-Bahnhof Alexanderplatz beziehungsweise dann in die Nebenstraße, in die Memhardtstraße. Ja, und das Ganze machen wir auch auf der Rücktour mit einem U530G. Das ist noch ein C1 mit vier Türen. Der hat einen Euro 2 Motoren-Heck und ich meine Berlin-typisch Void Automatic Schaltgetriebe. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber ich habe extra Void ausgewählt. So, und ich hatte es ja auch schon im Hintervideo erwähnt. Jetzt auf der Rücktour machen wir das ein wenig anders. Wir fahren nicht ganz normal zurück. Also wir fahren schon die Strecke wieder zurück, aber nicht mit den normalen, sage ich jetzt mal, typischen Ansagen. Sondern wir, beziehungsweise ich lasse in diesem Video auf der Rücktour mal den Ersteller der Karte zu Wort kommen, weil der hat sich nämlich die Mühe gemacht, zu jeder Haltestelle und dem, was man da so ringsherum sieht, ein wenig Erklärung dazu zu erstellen. Und ich denke mal, das werden wir uns jetzt auf der Rücktour anhören. So, und deswegen begebe ich mich jetzt als erstes in das Fahrzeug. Und dann würde ich mal sagen, starte ich mal die Ansage. Ich habe es gerade probiert. Ich hoffe, es funktioniert gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen auf Version 1 meiner Karte Berlins berühmte 100. Ich bin Busfahrer 1991 und werde dich heute auf deiner ersten Fahrt über diese neue Map begleiten. Im Moment stehen wir am Pausenplatz Herzallee. Hier treffen sich tagsüber 12 Linien aus allen Richtungen. Auf dieser Map werden aber nicht alle Linien dargestellt, da es sonst sicherlich zu FPS-Problemen kommen würde. Überhaupt ist es aktuell sehr ruhig hier, findest du nicht? Das liegt daran, dass in Version 1 nur die Linie 100 existiert. Weitere Linien werden in den nächsten Versionen hinzukommen und das Spielerlebnis und Verkehrsaufkommen Stück für Stück erweitern. Aber nun fahren wir los, links herum heraus in Richtung Starthaltestelle Herzallee. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. Ja, und genau das werden wir jetzt Stück für Stück machen, also starten und raus. Soweit habe ich das Fahrzeug schon einmal vorbereitet. Es ist dasselbe Fahrzeug wie auf der Hintour. So, wir gucken mal, da kommt nichts. Dann fahren wir mal schön gemütlich raus hier. Ist ja eigentlich alles gut und groß angelegt. Sollte überhaupt keine Probleme darstellen, hier rauszukommen. Und genauso ist das auch der Fall. So, und ich hoffe vor allen Dingen, dass uns auch wieder auf der Rücktour Leute mitfahren möchten. So, dann halten wir mal direkt hier an und betätigen die Taste wieder. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Der Bahnhof zu deiner Rechten wurde am 1982 eröffnet und galt bis zur Inbetriebnahme des neuen Berliner Hauptbahnhofs im Mai 2006 als wichtiger Umstellpunkt für den Fernverkehr im westlichen Berlin. Heute nutzen rund 100.000 Fahrgäste täglich den Bahnhof als Umsteigepunkt zwischen Eisenbahn, S-Bahn, U-Bahnlinie U2 und U9 sowie zum Bus. Bekannt wurde er vor allem durch die Drogenszene und den Film Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Mittlerweile ist es in der Umgebung um den Bahnhof aber laut Medien etwas ruhiger geworden. Wir starten unsere Reise nun und biegen an der Kreuzung nach links ab und halten uns auf dem mittleren Fahrstreifen geradeaus. Wir fahren nun auf den Breitscheidplatz zu mit der Gedächtniskirche. So, ich hatte gedacht, hier... Haltestelle Breitscheidplatz. Nee. Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, welche sich nun... Machen wir gleich. Jetzt fahren wir erstmal S und U an. Von 1891 bis 1895 gebaut und im Zweiten Weltkrieg nahezu komplett zerstört.
Heute prägen einige moderne Gebäudeelemente das Gesamtbild mit der alten Ruine. Am 19. Dezember 2016 fand hier auch der Terroranschlag. So, jetzt muss ich gucken, wo die 100 beginnt. Da steht eine 110, da oben steht eine 100. Auf der anderen Seite des Platzes verläuft der berühmte Kurfürst Damm mit seinen zahlreichen Shoppingmöglichkeiten. Wir fahren nun erstmal geradeaus weiter. Kurz vor der nächsten Kreuzung befindet sich links das Elefantentor, ein Eingangstor zum Zoo. So. Unmittelbar angrenzend steht das Aquarium des Zoos, welches als artenreichstes Aquarium der Welt betitelt wird. Ich versuche mal mein Glück, die Leute zum Mitfahren zu überreden, aber ich befürchte fast, das wird nicht passieren. Ich habe es jetzt mal richtig rangeschrieben, SNU via Reichstag. Das habe ich nämlich schon festgestellt, dass er das nicht macht, aber dann fahren wir uns halt so zurück. Mir geht es jetzt ja vorrangig weniger um die Leute, die mitfahren. Haltestelle Breitscheidplatz. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, welche sich nun rechts hinter dir befindet, wurde von 1891 bis 1895 gebaut und im Zweiten Weltkrieg nahezu komplett zerstört. Heute prägen einige moderne Gebäudeelemente das Gesamtbild mit der alten Ruine. Am 19. Dezember 2016 fand hier auch der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt statt, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen. Rechts vor dir befindet sich das Europa-Center und auf der anderen Seite des Platzes verläuft der berühmte Kurfürstendamm mit seinen zahlreichen Shoppingmöglichkeiten. Wir fahren nun erstmal geradeaus weiter. Kurz vor der nächsten Kreuzung befindet sich links das Elefantentor, ein Eingangstor zum Zoo. Unmittelbar angrenzend steht das Aquarium des Zoos, welches als artenreichstes Aquarium der Welt betitelt wird. So, die Fortscheidung ist ein wenig zu früh, aber ich lasse es jetzt einfach mal so und schaue mal, wie dann der Rest der Tour läuft. Vielleicht könnte ich ja auch noch mal eine normale Tour starten, irgendwann. Weil, mal schauen, wie es sich jetzt rückzufahren wird. Ja, leicht Verspätung sammle ich schon wieder, aber das ist jetzt erst einmal nicht so von Belang. Mir geht es ja vorrangig um die Ansagen, die der Map-Ersteller mitgebracht hat. Ja, und leider fahren auch keine Leute mit. Ich vermute mal, denen gefällt nicht, was oben dran steht, wenn ich die normale Hofdatei und Route eingebe, dann funktioniert es wahrscheinlich. Ich habe ja jetzt extra auf die andere Hofdatei umgestellt. Haltestelle Bayreuther Straße. Nee, jetzt ist mal echt gut. So schnell schalten wir jetzt nicht vor hier. Jetzt kommt erstmal der Breitscheidplatz dran. Das finde ich nicht so schön. Wir fahren geradeaus und kommen dabei am Hotel Sylterhofen vorbei und erreichen unsere nächste Haltestelle. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisung. So, ich hau trotzdem mal rechts ran. Vermutlich möchte trotzdem niemand mitfahren. Breitscheidplatz. So, wir stehen aber dran als Kurs. Aber es möchte niemand mit. So, jetzt sollte es passen. Und ich fahre jetzt einfach mal weiter. Müssen wir schon abbiegen? Oder noch nicht? Haltestelle Bayreuther Straße. Bis hierhin ist nicht viel passiert. Denn auch in Berlin gibt es ein paar unspektakuläre Straßen. Wir fahren immer noch geradeaus und kommen dabei am Hotel Sylterhofen vorbei und erreichen unsere nächste Haltestelle. Dort angekommen betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf eine Anweisung. So, hier ist aber niemand, dann rolle ich mal wieder weiter. Haltestelle
Haltestelle Schillstraße. Nun werden wir an der nächsten Kreuzung nach links abbiegen. Hier treffen wir dann auch wieder auf weitere Buslinien. Eine davon ist die Metrobuslinie M29. Vorbei geht es am Hotel Berliner Hof, ein Stück geradeaus bis zur nächsten Haltestelle Lützenplatz. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisung. Nee, ich wollte dich schon einsteigen lassen. Aber du scheinst nicht mit mir mitfahren zu wollen. Ich räume mal ein Stück vor. Nein. So, es hat geheißen, wir sollen uns links einordnen. Und dann machen wir das da auch. Beim nächsten Grün dann, bitte. Haltestelle Lützowplatz. An dieser Umsteigehaltestelle verlässt uns die Linie M29 auch schon wieder und biegt rechts ab in Richtung Kreuzberg. Auf der linken Seite befindet sich das Lützow-Karree. Wir fahren nach dem Fahrgastwechsel erst einmal weiter geradeaus. Nach Überqueren der Brücke auf der linken Seite sehen wir das Konrad-Adenauer-Haus, den Hauptsitz der CDU. Im weiteren Verlauf ebenfalls auf der linken Seite sehen wir dann die Botschaft von Mexiko mit ihrer sehr markant schrägen Architektur. Oh, ich habe als Busspur eine eigene Spur, dann nutze ich die doch auch. An dieser Haltestelle haben sich die 5 Botschaften von Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island zu einem Gebäudekomplex vereint. Laut Internet soll die Kantine und öffentliche Kaffeebar ein Besuch wert sein. Ich selber habe da noch keine Erfahrungswerte. Mittlerweile dürfte, je nach eingestellter Sichtweite deines Spiels, auch schon die Siegessäule zu sehen sein. Und genau da fahren wir nun drauf zu. Also, immer geradeaus weiter.
Die Siegessäule wird von den Berlinern auch Goldelse genannt. Und sie steht im Mittelpunkt des Kreisverkehrs Großer Stern. Haltestelle Großer Stern. Den Kreisverkehr hätten wir überlebt. Der Bus hat hoffentlich auch keine Macken davon getragen. Ein Stück weiter vorne auf der linken Seite kommen wir gleich am Eingang zum Bundespräsidialamt vorbei. Und dann erreichen wir schließlich die nächste Haltestelle am Schlossweg. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf deine Anweisung. So, Großer Stern, da muss ich jetzt wirklich gucken, wie wir fahren müssen, aber ich würde mal sagen, nur eine Viertelumdrehung und keine Dreiviertelumdrehung wie auf der Hintour. Und dennoch achte ich ein wenig mehr auf die KI, als ich es wie auf der Hintour getan habe. Schade ist natürlich, dass keine Fahrgäste mitfahren, aber so kann man, denke ich, ganz ruhig und gechillt dem Fahrplan folgen. So, es wird grün. Was macht die KI neben mir? Jetzt muss ich wieder eine Spur rüber, weil ich zu zeitig bin. Diesmal haben wir grün. Und dann geht es auch heraus hier. So, auf die Busspur drauf, das finde ich sehr schön. Und dann fahren wir hier mal an die Haltestelle ran, aber auch heute, auch jetzt möchte niemand mit. Aber einfach, dass OMSI mal kurz speichern kann. Weiter geht es. So, wir verlassen die Busspur, müssen entsprechend achten, was neben uns passiert. Gut. Haltestelle Schloss Bellevue. So langsam kommen wir in den Teil der Strecke, den besonders viele Sehenswürdigkeiten bringt. Aktuell sehen wir links von uns das Schloss Bellevue, das den offiziellen Amtssitz des Bundespräsidenten darstellt. Einmal im Jahr stehen die Türen zum Tag der offenen Tür für Besucher offen. Geradeaus geht es über die Lutherbrücke in den Stadtteil Moabit und zum U-Bahnhof Turmstraße an der U9 gelegen. Wir biegen hier nun rechts ab und folgen der Straße durch den Tiergarten. So viel Grün würden Unwissende im Berliner Zentrum nicht erwarten. Der Tiergarten erstreckt sich auf über 2,1 Quadratkilometer. Haltestelle Haus der Kulturen der Welt. Links von uns befindet sich ein weiteres architektonisches Meisterwerk, die Kongresshalle mit dem Namen Haus der Kulturen der Welt. Von den Einheimischen aufgrund ihrer Bauform auch Schwangere Auster genannt. Ein Stück weiter geradeaus auf der linken Seite siehst du einen hohen schwarzen Turm. Dies ist der Carillon, ein Glockenturm mit 68 Glocken. So, gucken wir doch mal. Ach, das ist bestimmt das Gebäude, wo wir jetzt gleich dran vorbeifahren werden. Was diese Bezeichnung trägt. Ja. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Oh, und ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen besser die Spur halten. So, folgen wir weiter den... Haltestelle Platz der Republik. Nun erreichen wir das Regierungsviertel. An der nächsten Kreuzung ist früher mal die Linie M85 in Richtung Hauptbahnhof abgebogen, bevor sie dann später durch den Tiergartentunnel geführt wurde und das gesamte Areal unterirdisch quert. Wir fahren entlang des Platzes und sehen schon das Reichstagsgebäude.
Viel brauche ich dazu sicherlich nicht zu erwähnen. Ich glaube, das meiste dürfte euch bekannt sein. Aufgrund der vielen Reisebusse und Touristen kann es hier aber immer etwas enger und kuscheliger werden. Haltestelle Reichstag Bundestag. Wenn man hier nach rechts abbiegen würde, erreicht man das Brandenburger Tor. Links von uns liegt der Friedrich-Ebert-Platz. Dieser ist durch die Polizei meist abgesperrt, damit die Touristen den Regierungsbetrieb am Hintereingang zum Reichstag nicht stören. Wir fahren nun schräg links geradeaus, weiter durch die Dorotheenstraße. Diese zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie von zwei Fußgängerbrücken zwischen den Gebäuden überspannt wird. Achtung übrigens, dort gilt nur 30 km/h. Am Ende der Straße, an der Ampel, biegen wir dann rechts ab und halten uns links, um dann an der nächsten Ampel auch schon wieder links abzubiegen, in die Straße unter den Linden. Haltestelle S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Nun befinden wir uns an einem der wohl wichtigsten Punkte entlang der Strecke der 100. Hinter uns liegt der Pariser Platz und das berühmte Brandenburger Tor. Davor steht das Hotel Adler. Rechts vor uns befindet sich die Botschaft von Russland. Aktuell ist es in der Realität so, dass der Gehweg davor abgesperrt ist und das Areal bewacht wird, da man Angst vor Konflikten aufgrund des Ukraine-Kriegs hat. Ein Stück weiter links liegt das Otto-Welz-Haus, in dem ebenfalls Büros des Bundestages untergebracht sind. An der Ampelkreuzung stößt von rechts die Linie 200 wieder zu uns. Gegenwärtig ist es in der Realität so, dass es sich hierbei um die Linie 300 handelt. Aber meine Karte basiert auf einer Zeit mit der alten Linienführung der Linie 200 über unter den Linden. Für uns geht es immer weiter geradeaus entlang der Prachtstraße bis zur Haltestelle unter den Linden Friedrichstraße. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisung. So, wie ihr vielleicht gehört habt, sind doch die Ansagen und die Erklärungen zu dem einen oder anderen doch relativ aktuell, weil Ukraine-Krieg oder Ukraine-Krieg, so lang ist das noch gar nicht. Ja, und die Karte spielt aber eigentlich deutlich älter. Also für mich, wie gesagt, ich habe ausgewählt 2005, also da beißt es sich ein wenig, aber das ist, würde ich mal sagen, verschmerzbar, und der ein oder andere wird vielleicht da gar nicht so drauf achten und möglicherweise auch sehr aktuell die Karte spielen, also von der Zeit her gesehen, und aber an der Bebauung sich dann nicht weiter dran stören. So, das ist jetzt S&U Brandenburger Tor. Hinter uns, mal gucken, ob ich mich so weit drehen kann. Ne, kann ich nicht, aber hinter uns wäre das Brandenburger Tor. Und eigentlich auch sehr markant. So, und ab jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Fehlermeldung wieder bekomme. Und dann werde ich bestimmt zwischendurch mal pausieren und neu starten müssen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Haltestelle unter dem Weg Friedrichstraße. Hier kreuzt die Friedrichstraße. Diese wurde besonders durch den Bahnhof als Grenzbrücke zwischen Ost- und West-Berlin bekannt. Wir befinden uns hier im Shopping-Mittelpunkt von Berlin. Unter uns kreuzt die U-Bahn-Linie U6. Mittlerweile hat sie an dieser Kreuzung auch einen Knotenpunkt mit der verlängerten Linie U5. Dafür wurde der nur wenige hundert Meter weit entfernte Bahnhof Französische Straße geschlossen. In dieser Map ist das allerdings nicht dargestellt.
Straße unter den Linden reiht sich ein bedeutendes Bauwerk an das nächste. Wir sind gerade an einer Statue vorbeigefahren. Das ist das Reiterstandbild von Friedrich dem Großen mit 13,5 Metern Höhe. Es gehört zu den bedeutendsten Denkmälern des 19. Jahrhunderts. Solange wir an der Haltestelle stehen, erzähle ich dir kurz, was alles zu sehen ist. Da hätten wir zum einen die Humboldt-Universität, den Bebelplatz, die Hedwig-Kathedrale mit ihrer runden Blumenkuppel, die neue Wache und das Zeughaus. Dieser Abschnitt hat mich auch einiges an Zeit gekostet, da jedes Bauwerk für sich einzigartig ist. Fahren wir nun weiter und überqueren die Schlossbrücke. Die Schlossbrücke gehört mit ihren weißen Marmorfiguren zu den bedeutendsten Brücken in Berlin. Haltestelle Lustgarten. Wir befinden uns nun am Lustgarten. Auf der rechten Seite befindet sich das Stadtschloss. Das ursprüngliche Schloss wurde 1950 abgerissen und durch den Palast der Republik als Sitz der DDR-Regierung ersetzt. Nach der Wiedervereinigung wurde auch dieses Gebäude abgerissen und schließlich vor kurzem durch eine Rekonstruktion des alten Stadtschlosses ersetzt. Auf der linken Seite befindet sich der Berliner Dom. Dieser ist mit seiner Architektur ein Muss für jeden Kirchenfan. Unter ihm befindet sich die Hohenzollernkirche. Die dient als Grabstätte für 94 Mitglieder des Hauses der Hohenzollern und gehört damit zu den bedeutendsten monarchischen Grabstätten der Welt. Fahre nun bitte weiter geradeaus und betätige schon mal die nächste Ansage. Haltestelle Spandauer Straße, Marienkirche. Wegführend wird eine weitere Brücke. Links unterhalb des Kais befindet sich das DDR-Museum, welches sehr empfehlenswert ist. Ein Museum, das vor allem auch durchs Mitmachen und Anfassen Spaß macht. Im Gebäude auf der linken Seite befindet sich das Sea Life Berlin mit dem Aquadome. Leider platzte das Aquarium am 16. Dezember 2022. Dennoch ist das Tutorial nicht vorenthalten. Der Aquadom war ein riesiges Aquarium mit 16 Metern Höhe, 11,5 Metern Durchmesser und 1 Million Liter Wasser. 1500 Fische schwammen dort durchs Wasser und konnten von einem Aufzug aus beobachtet werden, der mitten durch den Glaszylinder fuhr. Auf der rechten Seite, hinter den Bäumen, sieht man den Turm des Roten Rathauses. Das Rote Rathaus ist der Regierungssitz des Berliner Bürgermeisters. Rechts vor uns befindet sich die Marienkirche. Eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert, welche immer wieder zerstört wurde. Im Inneren der Kirche befindet sich ein Gemälde mit dem Titel Totentanz. Eines der wichtigsten Denkmäler Berlins. Für uns geht es nun weiter geradeaus in Richtung Endpunkt. So, und ich habe gerade hier eine Fehlermeldung erhalten und wollte euch aber die Ansage nicht vorenthalten. Und deswegen mache ich jetzt mal einen ganz kurzen Cut an der Stelle und starte OMSI neu und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und dann machen wir mal alles wieder schick und fahren das E-Grün ist die Haltestelle Marienkirche an. So wie es gerade eben der Ersteller der Map sehr umfangreich erzählt hat. Und sag bloß, die Leute wollen sogar mit mir mitfahren. Was ist denn da kaputt? Echt, auf dem letzten Stück möchtet ihr mitfahren? Dann bitteschön, einsteigen. Hi. Guten Tag. Hi. Einmal Kurzstrecke Schüler. Das finde ich richtig gut. Nee, Kurzstrecke normal. 1,40 bitte für dich. Danke. Eine Kurzstrecke bitte. Und noch einmal 1,40. Bitteschön. Eine Kurzstrecke. Na, jetzt ist aber mal gut. 1,40 hier. Bitteschön. Habe ich ja gar nicht damit gerechnet, dass ich noch Leute bekommen. So.
weiter die Zeit nutzen. Ich meine, ein Fenster von 5 Minuten oder weniger, hoffe ich. Und dann geht's weiter. So, dann bitte die nächste Haltestelle, weil die dürfte dann schon Ende sein. Oh, die Ansage kommt leider nicht, weil er da was anderes vermutet. Hab ich bestimmt was Falsches eingestellt. Weil eigentlich wäre das jetzt S&U Alexanderplatz. Ja, und eigentlich endet auch die Linie hier. Vielleicht kann ich ja mal schnell in den Ordner wechseln und euch die entsprechende Ansage abspielen, beziehungsweise wir fahren noch ums Eck. So, dann bitteschön, einmal aussteigen. Ach, hier kommt sie. U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Wir haben nun unsere letzte Haltestelle erreicht. Im Osten der Stadt bildet der Alexanderplatz einen bedeutenden Umsteigepunkt zwischen sämtlichen Verkehrsmitteln. Rechts vor uns befindet sich das Park-In-Hotel. Dort kann man unter anderem Hausrunning üben. Das heißt, man läuft gesichert an einem Seil der senkrechten Fassade herunter. Wer es etwas ruhiger mag und einfach nur die Aussicht genießen möchte, der kann in der Rooftop-Bar des Park-In-Hotels die grandiose Aussicht bei einem kalten Getränk erleben. Diese Aussichtsplattform ist wesentlich günstiger und hat weniger Wartezeit als vergleichbare Locations. Immer noch ein Geheimtipp in Berlin. Zu guter Letzt müssen wir uns natürlich auch noch dem Prunkstück der Karte widmen. Hinter uns erstreckt sich der Berliner Fernsehturm mit 368 Metern in die Höhe. Das Objekt auf der Karte hat tatsächlich auch diese Originalmaße. Eigentlich sieht man ihn von überall in der Stadt, aber bei OMSI ist es mit der machbaren Sichtweite natürlich etwas anders. Wir ordnen uns mit unserem Bus nun nach ganz links ein und machen eine Wendefahrt um die Straßenbahnhaltestelle herum. Anschließend stellen wir uns auf der Busspur an der zweiten Position und warten unsere Wendezeit bis zur Rückfahrt ab. Ich hoffe, dass dir diese ungewöhnliche Art der Einweisung gefallen hat und ich dir die Linie 100 etwas näher bringen konnte. Nun wünsche ich dir allzeit eine gute und sichere Fahrt auf Berlins berühmter Linie 100. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche beste Grüße vom Kleinbusfahrer 1991. So, und damit sind wir auch genau da wieder angekommen, wo wir fast gestartet sind. Gestartet sind wir in der Nebenseite. Eigentlich bin ich da rausgefahren, aber es ist jetzt erst einmal nicht so schlimm, wo ich ende. Besser ist, dass wir hier gut enden. Und ich sage jetzt auch mal ein persönliches Danke an Busfahrer 1991. Ich hoffe, du siehst dieses Video auch irgendwann einmal. Ja, also ich finde es klasse, ist die Karte wunderbar zu fahren. Also ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, außer natürlich am großen Stern. Aber auch da stelle ich mich drauf ein, dass das in Zukunft anders gefahren wird. Aber ich finde diese ganze Erklärungen, die er jetzt auf der Rücktour gebracht hat, beziehungsweise die eben halt in dieser Richtung da sind, wunderbar. So, ich werde jetzt aber noch einmal offline bis zum Zoo fahren, dort drehen und dann die normalen Ansagen wieder einladen. Und dann noch einmal die Rücktour mit Fahrgästen, wobei ich jetzt zum Schluss tatsächlich Fahrgäste bekommen habe, was ich wunderschön finde. Und den normalen Ansagen noch einmal machen. Also, entweder schaut ihr euch das dann noch einmal an oder überspringt das nächste Video und dann folgt dann da drauf dann die Map.
300, beziehungsweise die Linie 300. So, und jetzt kriege ich wieder die Fehlermeldung. Das heißt für mich, es wird Zeit, das Video zu beenden, noch bevor der Bus wieder anfängt zu springen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet euch dann im nächsten Video dieselbe Rücktour dann mit normalen Ansagen, mit Fahrgästen noch einmal anschauen. Und bis dahin sage ich jetzt erst einmal Tschüss.